zu Even fängt mir an. Angriff. Flammklinge. Flammklinge! Ein Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Naja, ein Schaden wird es hier nicht wirklich viel bringen. Ergreifende Hunde. Ne? Ich dachte, wir haben noch eine furchtbare Dissonanz. Furchtbare Dissonanz. Drei Schaden. Oha. Werfe Stein. Zwei Schaden. Ich meine immer noch. Was liefen? Angriff. Ne, machen wir Magie. Feuerwelle. Feuerwelle! Drei Schaden für dich, ein für sie. Oha. Sorry, das war's wert. Der steckt doch gerne ein. Angriff. Verstimmter Akkord. Verstimmter Akkord. Ein Schaden. Werfe Stein. Zwei Schaden. Oha. Eine Heilung oder so. Ich bin immer noch. Gegenstand. Schriftrolle der Heilung. Feanor und ich haben wieder volle Gesundheit. Alle negativen Statuseffekte sind weg. Ach, Schreck. Servo-Powered. Die von Magie. Schild. Schild des Mutes! Und Alex. Ergreifende Hymne. Verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Oha. Bleibender Schlag! Ah, gelähmt. Gut, jetzt muss auch nur Thanos angreifen. Angriff, Flammenklinge. Flammenklinge! Zwei Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Hat plus zwei. Doppeltreffer! Beschützt durch das Schild des Mutes! Ich meine immer noch! Magie. Verzerrungsfeld. Verzerrungsfeld. Ein Schallschaden für die nächsten zwei Runden. Oha. Okay, wir können mal einen Gegenstand einsetzen. Gewandtheit. Schriftrolle der Gewandtheit. Plus eins ausweichen für uns. Tiefen Angriff. Flammklinge. Flammklinge! Ein Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Werfe Stein! Ausgewichen! Das dauert aber hier ein bisschen. Das ist ja ein Vollkampf. Ich meine immer noch. Nicht schlecht zu besiegen. Oh. Da geht er down. Da geht er down. Sieg. Obsiegt. Den haben wir obsiegt. Troll bestritten. Hier. Guck, was ich hab. Neue Skill. Zorniger Schlag. Hervorragend. Wir brauchen nur noch ein Juwel. Fast geschafft. Okay. Der Troll war furchteinflößend. Gebe ich zu. Ist doch keine Schande. Nur eine Tatsache. Furchteinflößend zu sein, kann im Kampf schon ein Vorteil sein. Ich glaube nicht, dass das Leib so weit geht. Ja. Ein Teil der Stadt dürfen wir nicht. Okay, wo finden wir den letzten Stein? Sieh den Amethyst. Vielleicht irgendwo im Park am See. Das schon hier ist. Tja. Vielleicht nochmal in die Taverne zurück. Ich denke, in der Black Lantern gibt es noch mehr zu finden. Ah, ja, sag ich doch.
durstige Möwe, meinst du? Trinken ist wichtig, auch bei der Aufnahme. Eine durstige Möwe. Wir haben noch einen Schlüssel. Vielleicht gibt es das hier irgendwo. Ein Schatz, wenn man einen Schlüssel braucht. Genial, wie ich Steph davon überzeugt habe, dass mein Charakter allein in einer Bar sein sollte. Da weiß jemand, wie man Thanor beschäftigt. Da weiß jemand, wie man Thanor beschäftigt. Oder auch nicht. Ein Brief. Eine alte Zeitung. Notenblätter. Ich kann's kaum erwarten, Monster mit meiner hypnotischen Musik zu lähmen. Aha, eine neue Attacke. Irgendwo muss doch der Schlüssel gut sein. Wie hoch können wir damit nicht? Da weiß jemand, wie man Thanor beschäftigt. Tja. Ich hab tatsächlich Mitleid für diesen Menschen. Ein Spieluhr. Und der Schlüssel könnte da reinpassen. Thanor! Hast du das gesehen? Das muss es sein! Es ist einer der Juwelen! Ja. Damit hätten wir alle drei. Gehen wir zurück zum König. Auf jeden Fall geben wir unsere Quest ab. Wir waren siegreich. Lasst euch bloß nicht fressen. Auf keinen Fall. Ja, genug. Okay. Zurück zum Park. Zurück zum König. König, man sagt, unsere die Schlange Quest. Fiel in tiefem Schlaf. Jetzt ist... Sorry, wir müssen zurück zu unserer Quest. Ich wollte den Tempel für ungut, Barden. Oh, ich wollte ihn ausreden lassen. Bin an ihm vorbeigerannt. Das wollte ich nicht. Ein großes Monster versperrt den Weg. Das ist ein Transformer. Vielleicht finden wir hier unterwegs noch was. Wir wollen noch eine Münze finden, dann müssen wir nochmal zurück. Oha. Hm. Ein Dollar. Hat Ethan das fallen lassen? Ich hab schon mal einen Überschlag gemacht. Niemals. Beweis es. Du kriegst einen Dollar, wenn du es schaffst. Das habe ich. Ich muss es nicht beweisen. Ich sag Mama, dass du mich ein Lügner genannt hast. Ach ja? Sie kommt ja alle zu spät. Das ist meine Mom. Thanor, der Monsterjäger. Ihr seid endlich gekommen. Erinnert ihr euch an mich von euren vergangenen Abenteuern? Du bist Noteria, der Waldgeist. Ihr habt eure Quest gut gemeistert. Der Wald ist beeindruckt. Er hält eine Belohnung für euch bereit. Seht nur, dort. Was ist das?
Ja. Das Himmelsschwert. Ein Schwert. Das Himmelsschwert der Macht. Das legendäre Schwert. Es ist genauso wie in meinen Comics. Los, zieh's aus dem Stein. Es hat den Knauf und den gleichen Griff. Tropf und diesen Teil für die Juwelen. Wie haben sie das gemacht? Kann ich es wirklich nehmen? Das ist nur der Bade. Aber setze es bitte nur für Gutes ein. Um anderen zu helfen und so. Okay. Das arme alte Schwert. Das hat es nicht verdient. Das war ein treuer Begleiter. Los, zieh es aus dem Stein. Und Hamburg. Der edle Kämpfer zog das Schwert aus dem Stein. Er war würdig, es zu tragen. Oha. It's magic. So vollendeten Tapferritter Taino und der Barden. Sein eindrucksvolles Abenteuer, sein heldenhaftes Abenteuer. Die Monster bedrohen bald nicht mehr das Land. Das Himmelschwert der Macht ist in Thanos Hand. Oha! Ein dunkles Lachen erschallt aus dem dunklen. Der Gegner tritt hervor. Schleicht sich von hinten an. Finstere Fürst. Ich werde das Schwert an mich nehmen und die Juwelen. Sturmbringer, der Untote. Ich hätte wissen müssen, dass du König Tabor warst. Ihr Narren, ihr habt die Juwelen, die ich brauche, gesammelt und sie direkt zu mir gebracht. Wir sind so weit gekommen, wir können ihn besiegen. Auf geht's. Gib sie mir. Gemeinsam besiegen wir den Boss. Den bösen Schurken dieser Lande. Attacke. Okay. Alvin hat schon ein bisschen Schaden bekommen. Ah, okay. Angriff. Furchtbare Resonanz. Furchtbare Resonanz. Episch. Warum haben sie das nicht beim Troll schon bei anderen Kämpfen schon sanieren können? Das wäre ja episch gewesen. Feuerwelle. Haben sie sich fürs Finale aufgespart. Magie. Hypnotische Fuge. Oha. Taino, du bist dran.
Schild des Mutes. Schild des Mutes! Gelebt von der schönen Musik! Aha. Angriff. Verstimmter Akkord. Oho! Taino. Zorniger Schlag. Auf geht's. Oh! Elektrischer Kick. Nein. Oh nein. Taino, du musst angreifen. Angriff Flammenklinge. Oh! Unheiliger Blitzsturm. Wer sich mir widersetzt, das werden wir sehen. Verflucht sei dieses Feuer! Schild hat uns geschützt. Und braucht trotzdem eine Heilung. Oh, oben der. Schriftrolle der Heilung. Der Boss. Der Boss. Boss. AP. HP. Links. Und beide geheilt. Sehr schön. Magie. Ergreifende Hymne. Miss Taino. Angriff. Flammenklinge. Flammenklinge. Oha, was für ein Bosskampf. Verflucht sei dieses Feuer! Gefährte noch? Nicht mehr viel. Gleich haben, bald haben wir ihn. Angriff. Mein älterer Stich. Muss auch mal sein. Das haben wir noch nicht gemacht. Verzauberungsfeld. Unbändige Flamme! Du stehst jetzt in Flammen! Verflucht sei dieses Feuer! Ah, dieser Ton, er lässt meinen Schädel rasseln. Ah, ich erleide Feuerschaden. Oh nein. Haben wir was zum... Nee, haben wir nicht. Ich habe schon tolle Gewandtheit. Magie. Angriff. Verstimmter Akkord. Oh nein. Wird doch Taino ihn besiegen lassen. Nein! Taino hätte es machen sollen. Ich dachte, er hat noch ein paar. Ein paar HP. Wir haben es geschafft. Ich kann nicht fassen, was gerade passiert ist. Der letzte Kampf war episch. Ja, aber das Beste war, als wir... Okay. Ja, das ist jetzt sehr unpassend. Scheiße, Mann. Es ist meine Schuld. Ich habe Gelb getötet. Ich habe Gelb getötet. Ich habe Gelb getötet. Du hast den Boss getötet. Ethan? Die Scheiße springen. Hör mir zu. Das muss jetzt nicht sein. Du bist nicht schuld. Wirklich. Du kannst nichts dafür. Okay. Ach, komm schon. Du bist jetzt tapfer Held. Sei stark.
Charlotte? Ach, hier drüben. Betreten wir die Apotheke mal. Oha. Hey. Danke fürs Kommen. Na klar. Hat Ethans Vater ihn schon abgeholt? Ja, sie sind eben los. Ihre Werkstatt. Ich wollte mich bloß bedanken. Ethan hat das gebraucht. Alle haben gut mitgemacht. Aber schön, dass das cool fand. Er hält viel von dir, weißt du? Nach all dem bist du sowas wie seine Heldin. Er ist mein Held. Wie kreativ er ist. Du musst echt stolz auf ihn sein. Er war so aufgeregt, als du mit dem Schwert aufgetaucht bist. Ich denke, das galt eher dem Schwert. Vielleicht. Aber ich denke, dass er glücklich war, dich in seiner Welt zu sehen. Das glaube ich aber auch. Es tut mir leid. Obwohl das selbst Kind nicht sowas drücken kann. Gott, Alex, beachte mich nicht, okay? Es ist nur echt viel los. Das stört mich nicht. Was auch immer. Gar nicht. Das stören soll. Möchtest du reden? Ist wirklich lieb, aber mir geht's gut. Danke fürs Vorbeikommen. Wir sehen uns auf dem Fest. Charlotte, ich sehe, dass etwas... Ich sagte nein, verdammt! Hörst du nicht zu? Okay. Scheiße. Jetzt komm schon, was ist los? Das war nicht okay. Sehe ich doch auch. Wo kam bloß diese Wut her? Sehe ich doch offensichtlich. Du kannst doch einfach fragen, meine Fresse. Das ist. Oder fragen, was ist denn jetzt los hier? Jetzt sind wir ganz. Es tut schon weh, die nur anzusehen. Wie sehr muss es wehgetan haben, sie zu machen? Es sieht echt so aus, als würde Charlotte voll in ihrer Kunst aufgehen. Ich frag mich, was da drin ist. Die hier hat fast was Unschuldiges. Ich frage mich, was sie bedeuten soll. Nicht die Katze hängen würde. Heiliges Skulptur. Wow, das ist wunderschön. Aber warum bekomme ich Gänsehaut? Na komm. Jetzt wird's gruselig. Ihre Wut ist so intensiv. Vielleicht
Gibt es hier etwas, das mir zeigt, warum? Alex, es ist deine Schuld. Alle lieben dich. Aber ich kann dich nicht ansehen, ohne daran zu denken, wie beschissen alles ist, seit du aufgetaucht bist. Und der im Grund hat sie Wut auf uns. Right. Also Phoenix. Es ist deine Schuld. Du sollst uns beschützen. Warum konntest du es nicht? Auf ihn. Auf alle. Und die Wut. Auf alle. Auf Brian, auf Alex. Wer kommt als nächstes? Am meisten Wut hat sie wahrscheinlich auf sich selbst. Gabe, das ist deine Schuld. Warum hast du mir beigebracht, wieder jemanden zu brauchen, um mich dann zu verlassen? Sie ist so wütend auf alle um sie herum. Aber da ist noch was anderes. Und da oben das. Diese Gefühle nicht zulassen. Wann bin ich zu so einem verfluchten Monster geworden? Ethan! Es ist deine Schuld! Warum konntest du verflucht nochmal nicht einfach hören? Jeder ist schuld, nur nicht auf Ethan. Nicht einer selbst. Du gibst ihm die Schuld. Ich bin eine schlechte Mutter, Alice. Charlotte. Schwachsinn. Charlotte. Schlecht, schlechte Mutter. Ich hasse meinen Sohn, Alice. Sehr gute Mutter. Er ist lieb und kreativ und das Allerwichtigste im ganzen Universum für mich. Und ich hasse ihn. Das ist Schwachsinn, Entschuldigung. Es hat immer nur mich und ihn gegeben. Keine Mutter hasst ihren Sohn. Es hat so lange gebraucht, zu lernen, damit auszukommen. Und das tat ich. Keine Liebe. Und dann kam Gabe. Ich kann damit umgehen, Ryan zu hassen. Oder das ist dich. Gar nicht möglich. Oder sogar Gabe. Aber Ethan? Wenn er nur gehört hätte, wäre Gabe noch am Leben. Ja, die ist frustriert. Die ist gerade überfordert von allem, was verständlich ist. Es ist gerade... Es ist dieses gerade überwunden von einem Gabe, ist sein, ihr Freund ist tot, das ist, sie kommt neu in die Stadt, das ist, und der Freund, der ihn beschützt hat, der Ranger ist halt, das ist halt, und da muss sich auch noch um den Sohn kümmern, es ist verständlich, dass die deine Gefühle zählen, deine Taten zählen, beides. Ich würde sagen, ihre Taten ziehen, wenn es, ich meine, sie hat doch geholfen, sie hat doch gerade das beste Beispiel, sie hat doch gerade mit ihrem Sohn gemeinsam gespielt, wie kann sie, ich hoffe, das ist keine falsche Antwort. Nichts davon macht dich zu einer schlechten Mutter. Ganz gleich, was du fühlst, du gibst Ethan immer das, was er braucht. Und nur das zählt. Nichts davon zählt, verdammt! Er ist tot! Ich wünschte, ich wäre auch.
Sorry, Bullshit-Allergie. Diese Wut bringt sie noch um. Und es gibt nichts, aber was ich sagen kann. Was, wenn ich ihr die Wut irgendwie nehmen kann? Nein, mach das nicht. Du musst mit den Gefühlen selbst klarkommen, sie muss das. Und Hass ist das nicht. Ich habe Hass gesehen. Ich weiß, was Hass ist. Ich habe was. Ich kann das. Ich kann ihr ihre erlebt. Wut nehmen. Was würde das mit ihr machen? Das ist Schwachsinn. Aber Bullshit. Und selbst wenn ich es kann, sollte ich es tun? Keine Mutter hasst ihren. Erst den Kindchen Sohn. Sie erst recht nicht. Sie ist eine super gute.